Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 16. Heute spielen wir gegen Schalke 04 und los geht's. Genau. Ich weiß auch nicht, warum ich so eine schnelle Ansage gemacht habe, aber ich mache mir, ich mache meine. Und ich habe jetzt gerade irgendwie... Was ist denn diesig? Hä? Was heißt diesig? LOL? Ich habe noch nie diesen Begriff gehört. Was heißt diesig? Wisst ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Hat das irgendwie mit Regen zu tun? Hat das irgendwie mit Sonne zu tun? Hat es irgendwas zu tun? Keine Ahnung. Also ich habe keinen Plan, was das heißen soll. Sehen wir jetzt. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall ist es... Ja, okay, es ist später Abend, kann man sagen. Aber diesig, das hört sich komisch an. 15 Tore. Dritter in der Bundesliga. Ja. Da ist ein anderer vorne, kann man sagen. Und zwar Kingsley Coman. Das ist ja das letzte Ligaspiel für Levy. Und das Comeback von Gareth Bale. Und natürlich auch von Javi Martinez nach mehreren Spielen Pause, kann man sagen. Also er war ja ein Spiel gesperrt für die Champions League. Und jetzt darf er wieder. Und jetzt gegen Schalke Duell im Prestige-Duell kann man etwas sagen. Okay, das ist nicht so krass wie jetzt Barca gegen Real, das Schalke gegen Bayern, aber es ist schon ein Top-Spiel, kann man sagen. Und an einem Mittwoch gefühlt der Champions League, da ist es natürlich ein schöner Termin. So, zack. Nein. Okay. Neuer. So, Levy. Sehr gut. Jawohl. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch nichts gemacht. Gareth Bale geht direkt nach vorne. Damit man seine Schnelligkeit ausnutzen kann. Ah, in dem Fall ist nicht so ganz. Sydney Sam köpft daneben. Sehr gut. Kann man sagen. So. Und weiter geht's. Alaba. Alaba. Levy. So. Ui, das war nix. Der Schuss war nix. Aber wir haben noch genug Zeit. So, Boateng. Sehr gut. Souverän wie eh und je. Kann man sagen. So. Okay. Und gut von Martinez. Erstmal abgeblockt, so dass er nicht in Ruhe annehmen kann und sich die Mannschaft nochmal sortieren kann. Gut von Boateng. Gut von Ribéry aufgedreht. Und die Annahme von Levy war nicht so gut. Der Pass war im richtigen Moment eigentlich, aber letztendlich die Ausführung jetzt alles war nicht so dolle. Aber merkt schon, es ist ein Prestigeduell. Es ist durchaus ein Prestigeduell. So. Gareth Bale. Bale. Der zeigt dir, dass er wieder zurück ist. Oh. Das war echt eine schöne Chance eigentlich. Aber die Bayern sollten ihre Köpfe einschalten, wie ich ja schon gesagt habe. Die Spieler dürfen sich das nicht unterschätzen. Es ist Schalke 04. Und das ist ein harter Gegner. Und das zeigen sie auch gerade. So, ja, Vidal. Wieder. Nein! Rot. Bitte. Ich habe jetzt nur ein Spiel oder so. Also wenn er jetzt drei Spiele Sperre kriegt, dann wäre es echt bitter. Aber, naja gut. Lahma mit einer roten Karte. Fällt mir auch so gerade auf. Soweit ich weiß, hat er noch nie im Lernen seiner Karriere eine rote Karte gekriegt. Dass er gesperrt wurde, das weiß ich. Das wurde schon ein paar Mal, aber
Eine Rot? Nee. Also das habe ich noch nie erlebt bei ihm. Verletzt? Ja, natürlich, aber eine Rot? Nee. Aber die ist berechtigt. Ich kam von hinten rigoros rein. Kein Blick auf Ball. War zwar nicht letzter Mann, aber ich kam halt von hinten und war da nicht hinter der Linie? Naja. Gut. So. Gut. So, jawohl, sehr schön. Nein. Gut. So. Jawohl. Gut. Nee. Nein, das ist nicht so perfekt. So, jetzt. Komm, Bale. Gut. Sehr gut. Das war nice. Jetzt Vidal. Oh, das wäre perfekt gewesen. Wäre jetzt kein Spieler dran gewesen, dann hätten wir ein Tor machen können. Und jetzt lassen wir einen Sihanic oder so, keine Ahnung. So wie auch immer heißt. Und Lewandowski! Tor! Sehr schön. Sehr wichtig. Hinsichtlich das 1:0. Jetzt haben wir uns gut gekämpft. Von Müller erstmal und dann Lewandowski mit seiner Klasse zeigt hier, was er kann. Und macht das 1:0 für den FC Bayern München. Gut. Okay. So. Nein. Oh, verletzt dich nicht schon wieder. Okay. Ich hatte schon Angst gehabt, dass er sich wieder verletzt. Aber das ist ja nicht passiert. So. Gut. Und jetzt Bale. Noah Bale. Man merkt, er braucht noch ein paar Spiele. Jetzt, man merkt, dass dieses Spiel eigentlich eher dafür da ist, nochmal reinzukommen, weil ich denke, im Pokalfinale wird er da sein. Also da bin ich mir sicher, wird er fit wie ein Tonshow sein. Natürlich der Ausfall jetzt von Lahm ist natürlich ein bisschen blöd, aber die kann Bale mit seiner Schnelligkeit super ausgleichen. Er war ja auch mal Verteidiger, von daher passt das. Er hat ja bei Tottenham immer gerne Linksverteidiger gespielt. Also eher nur linke Außenbahn, aber ja. Er kann auch rechte Außenverteidiger spielen, komm. So, und jetzt hätte ich auch mit Ribéry in Rot holen müssen. Das wäre natürlich super. Okay. Nein. 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 Sehr schön. Jetzt ja. Ja, die spielen nicht schlecht. So. Foul. Sehr gut. Gut gesehen, Schiri. War eins. Was soll ich denn sonst sagen? War nichts. Ich wollte abspielen, aber war zu spät. Oh. Shit. Neuer. Gut. Martinez. Stark. Martinez, Fels in der Brandung. Wenn Neuer kommt, dann ist auch Martinez da. Muss man so sagen. Er hat mir gefehlt. Und schön. Ein Gegentor verhindert. Sehr schön. Und Müller. Müller kämpft sich hier.
Und Lewandowski. Und nochmal. Schade. War gut rausgespielt, ehrlich gesagt. Aber letztendlich das Ende war nicht so prickelnd. Müller. Und Lewandowski. Oh. Schade. Ah, da wollte Vidal ein bisschen hinauszögern, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Oh, Martinez ausgespielt. Aber Bale ist da. Bale ist da. Regelt das hier. Zeigt hier, dass er wieder da ist und ja. Ah. Wie gesagt, auf die Pässe achte ich nicht wirklich, weil das spielt keine Rolle für mich. Man sieht's ja. Das ist auch gut, was bringt. Sané. Und Sydney Sam mit einem super Schuss, kann man sagen. Ja, gut. Sehr schön. Martinez. Bale. Oh, das dafür keine Rot gab, das ist unfassbar. Bah! Tor durch Choupo-Moting. Man merkt aber, dass wir in Unterzahl sind. So. Bale. Aber Bale zeigt, dass er wieder da ist. Tor 2-1. Perfekt. Sehr schön gemacht. Bale mit einem super Solo. Spielt einfach mal wieder alle aus. Und zeigt einfach, dass er wieder da ist. Er ist back. Und es steht wieder 2-1 für Bayern München. Haben echt schnell mal reagiert. Müssen öfters gegen Tor kassieren, weil da reagieren wir erst. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir dann die 99 dann in greifbarer Nähe. Okay, Neuer hat ihn sicher. Und er hält auch. Den hält auch gut. Obwohl es keine große Tat jetzt war im Vergleich zu den anderen Sachen, die er halt getan hat. So. Er hätte das Gegentor verteidigen können. Nee, das war schwierig. Das ist nicht schlimm. Er hat ja genug Bälle pariert. Sonst hätten wir noch deutlich mehr Gegentor. Genauso wie Sven Ulreich pariert hat, was auch Weltklasse war. So, Neuer. Okay, Alaba. Ja, geiler Pass, also. Da stimmt da. So, Gott. War das knapp. So. Vidal. Okay, jetzt Costa im Raketentempo. Oh, Bale. Schade. Gute Chance. Fährmann hatte aber die Nase vorn. Ah, da wollte ich den Torwart behindern ein bisschen. So, dass dann, ja, das heißt halt so. Und, ja. Hat aber nicht ganz geklappt, da ein bisschen zu hindern. Aber, na gut. Gut. Jawoll. 3-1. Sehr gut. Sehr schön. Schön von Alaba, Lewandowski. 3-1. Damit ist der Sack noch mehr zu in der 85. Minute. Jetzt muss Schalke noch was machen, um irgendwie ranzukommen. Aber der Sieg ist fast sicher für die Bayern. Und der Auswurf von Lahm hat nicht wehgetan. Das ist nämlich nicht komplett. Da hat man auch gesehen, dass man ohne den Ex-Kapitän hier gewinnen kann. Und guter Schussversuch, aber Huntala macht nichts draus. So. Gut. Jawohl, Müller. Oh.
Mann! Diese Fouls manchmal. Und die kann sich der Matchwinner gut leisten und außen ist das letzte Bundesligaspiel. Das letzte Bundesligaspiel für ihn. Und von daher ist es auch scheißegal, was er jetzt macht. Er darf nicht zu brutal faulen. Ja. Gut. Und das Spiel ist aus. 3-1 gewinnt der FC Bayern München dieses Spiel. Und haben jetzt 99 Punkte in dieser Liga erreicht. Sicher. Und jetzt im letzten Spieltag gegen Hannover mit der B11. Kann es eventuell was Historisches passieren, dass wir die 102 Punkte erreichen? Einfach ist es nicht, aber Spiel auch nicht. Ein Spiel schwerer ist ja nichts. Nichts Schlimmes auf jeden Fall. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und ciao.